Ich begrüße euch ganz herzlich zum Landwirtschaftssimulator 2022 hier auf dem Kanal. Und ich befinde mich hier gerade im tiefsten Winter in der Welt, wo wir auch schon im Stream am Release-Tag gespielt haben. Und ich habe mich dazu entschieden, hier doch ein paar Folgen dazu auch zu machen. Und dann, wenn es soweit passt, wieder mal einen Livestream dazu zu machen. Auch deshalb, weil das Game bei euch sehr gut ankam und ich für mich auch persönlich sagen muss, dass es eigentlich eines der Highlights der Spiele dieses Jahres ist. Und trotzdem, dass es vielleicht hier und da ein paar Bugs drin hat, eigentlich ein sehr fertiges und gutes Game ist. So, falls ihr den Stream verpasst habt, gebe ich jetzt eine kurze Einführung, was wir so wie gemacht haben. Ansonsten ist er natürlich auch auf dem Kanal verfügbar. Zum Nachschauen oder zum Teil zum Nachschauen. Ihr könnt da jede Zeit reinschauen. Und es wird ein paar Folgen jetzt dazu geben. Auch da deshalb, weil ich die nächste Woche nicht so viel Zeit habe. Und wir werden die aber nicht nummerieren. Wir werden die mit Streams kombinieren. Ich möchte da mal was austesten. Und ich werde natürlich immer nur dann streamen, wenn keine Folge mehr aufgenommen ist, dass das immer schön übereinpasst. Ja. Die Welt hier, wir haben den einfachen Modus, ich habe aber das ein bisschen custom erstellt. Wir haben nicht bei Null begonnen oder nicht mit den Anfangsgerätschaften, sondern wir hatten bereits eigentlich alles, was ihr hier so ein bisschen seht. Wir hatten uns auch einen Hühnerstall gekauft, da sind 50 Hühner, die jetzt bald schon, ich öffne schnell das Menü, ah ne, das ist das Falsche, sorry, hier bin ich, die bald schon 6 Monate alt sind, da beginnen sie sich zu reproduzieren. Wir haben uns dafür die kostengünstige Version entschieden. Der Hühnerstall sieht echt sehr schön aus, muss ich gerade nochmals erwähnen. Wir haben auch schon ein großes Gewächshaus hier, was die ganze Zeit produziert. Alle möglichen Dinge wie Tomaten, Salat und Erdbeeren. Aktuell haben wir das auch alles verkaufen, weil die ganze Sache mit den Paletten ein bisschen viel war. Die haben wir auch noch zum Verkaufen gleich. Dann haben wir natürlich das Haus da hinten. So wie den Startsilo hier. Wir haben eine Terrasse, wo wir schon ein bisschen was gearbeitet haben dran. Und wir haben auch hier schon ein bisschen Gras gemäht, um da ein bisschen Silage herzustellen. Das Ziel von mir persönlich, das ich mir gesetzt habe, ist, ein bisschen die Produktion anzuschauen, da möglichst ein bisschen reinzuschauen. Ich habe auch schon online gesehen, die sind aktuell noch nicht so lohnenswert, so wie es aussieht. Also es kommt darauf an, wie und wann man was verkauft und produziert. Ja, jetzt als allererstes, weshalb wir hier im Winter sind und auch am Morgens um 4:30. Das ist nämlich der Fall, wir haben noch Brot zu verkaufen. Das wurde die ganze Zeit produziert. Also wir besitzen auch bereits die Getreidemühle und die Bäckerei, sowie natürlich das Gewächshaus. Hier haben wir die ganze Zeit Mehl produziert. Es ist jetzt doch noch ein bisschen was da, also es gibt auch noch weiter Brot. Hier haben wir das Mehl produziert, sorry. Und wir haben jetzt auch mehr Weizen angebaut, um dann wieder Mehl daraus zu erstellen. Uns gehören hier diese 5 Felder und wir haben jetzt da einmal Raps, zweimal Weizen, einmal Gerste angesät im Herbst und möchten jetzt im Frühling da auch noch was ansäen. Die Getreidemühle ist hier standardmäßig und die Bäckerei hier. Und das Brot ist im Januar am höchsten mit dem Preis, das können wir auch hier erkennen. Also man kann es nur an einem Ort verkaufen. Und was ich nicht gewusst habe, es ist jeweils um 0 Uhr des Monats ist es der teuerste Preis. Also es beginnt jetzt bereits wieder zu sinken, denn ihr seht im Februar, also man muss es so erklären, wenn die Zeit jetzt auf 0 Uhr wieder geht, also abends oder 24 Uhr, dann hat sich der Preis angepasst zu diesem Niveau. Deshalb sinkt er jetzt auch gerade rapide. Und aus diesem Grund müssen wir unbedingt hier das Brot verkaufen. Da der Anhänger besetzt war, zieht es mir nicht nach. Ich musste da das so einladen, damit wir das rechtzeitig hier hinbekommen. Brot wird nicht angenommen. Habe ich mich verfahren? Nee, dann muss das ja hier sein, oder? Dann war ich da falsch. Jawohl, es verkauft sich. Wir haben uns versprochen, wir kaufen Stapler davon. Das alte, trockene Brot, was wir das ganze Jahr gehortet haben. Nur um dann
im Januar zu verkaufen. So. Komm schon. Noch ein bisschen Stück was. So. Ja, gut 20.000 hat es daraus ergeben. Können da auch mal schnell die Finanzen reinschauen. Ich habe die Monate, also die sieht man nicht im Stream. Wir haben 3,5 Stunden gespielt etwa. Und diese Monate habe ich dann offline das Ganze noch gemacht. Hatte auch noch den Raps zwischenzeitlich verkauft. Der ist hier. Und jetzt haben wir hier, gut, da sind auch Gewächshäuserverkäufe drin. Aber das ist doch recht akkurat. Wow, 20.000 gab es da raus. Frage ist, ob sich das gelohnt hat, wenn man die Preise des Mehls und auch den Preis vom Weizen anschaut. Kann ich jetzt gerade noch nicht so beantworten. Gut, dem würde ich gerne den Auftrag geben, wieder hier mit dem automatischen Helfer ein neues Feature nach Hause zu fahren. Macht er das? Jawohl, macht er. Da muss ich nichts mehr steuern. Wenn ihr übrigens euch noch nicht so informiert habt zum neuen Spiel, kann ja auch sein, und trotzdem mein Video anschaut, aus welchem Grund auch immer. Im Stream haben wir einige der neuen Dinge durchgenommen und ich möchte jetzt gar nicht viel wieder wiederholen. Es ist auch schon einiges vorgekommen, also neue Hühnerställe oder neue Ställe allgemein, Produktionen, automatischer Fahrer oder halbautomatischer, so wie man es nimmt. Gut, das verkauft, jetzt kann ich die Zeit auch mal hochstellen. Und natürlich diverses, also wirklich sehr viel Neues in ganz unterschiedlichen Bereichen. Soweit so gut. Ja, wir warten noch ab mit neuen Tieren und neuen Dingen. Jetzt hat sich auch der Boden noch ganz mit Schnee gefüllt, so wie es aussieht. Die Straße aber noch nicht. Ich habe mich auch entschieden, diesen Winter mal nicht Schnee zu pflügen und zu salzen. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Bin nur mal schnell gespannt. Fährt er jetzt da noch oder nicht? Es hört sich auch anders an am Boden. Ah, man hört den Schnee schon ein bisschen. Okay, ich würde sagen, ich lasse die Zeit mal vergehen. Und wir sehen uns wieder, wenn wir dann im Februar, oder heute Abend besser gesagt, jetzt habe ich ja das gelernt, diese Paletten hier verkaufen können, dass die Ernte von ja, 1-2 Monaten ist. Das sind wir nun auch. Ende Januar, also in einer Minute ist Februar, so gesehen. Wir haben einen Tag, einen Monat und wir sind hier wieder beim Händler. Ich muss gerade schauen, ob das dieser Trigger oder der andere ist. Und wir haben hier unsere Ladung aus dem Stream dabei. Die muss unbedingt ins Video, weil die war ein bisschen, ja, sie ist sehr gescheit hier gemacht. Gut, dann wollen wir mal schauen, denn jetzt sollte der Preis am höchsten sein. Und da funktioniert das Ganze auch bereits schon. Ich möchte da noch die Gurte entfernen. So, da wird fröhlich verkauft. Mal schauen, was das rausgibt. Es waren um die 2000 Tomaten. 5100 Euro hat es daraus gegeben. Sehr schön. So, ich lasse auch mal die Zeit vergehen. Dann sind wir im Februar angekommen. Wir haben Kredit, wir haben Betriebskosten. Also, wie hoch ist der Kredit? Gute Frage, man hat es schon gesehen, 275.000 aktuell. Und wir haben uns gesagt, wir kaufen durch dieses Geld einen Stapler, den wir natürlich für die Produktionen gut gebrauchen können. Da müssen wir nicht den Frontlader nehmen. Ich hätte gesagt, wir kaufen uns erstmal den Manitou. Der fährt schneller, wie ihr seht. Er ist mit Diesel oder Benzin, anders als der ist Strom. Wäre natürlich besser, müssen wir aber noch eine Tankstelle, so gesehen, dazu kaufen. Und, ja, eigentlich hätte ich lieber den anderen, aber er ist auch günstiger, so gesehen. So, dann lass uns den mal kaufen. Ob der jetzt ein paar Monate rumsteht oder nicht, das kommt eigentlich gar nicht mal so drauf an. Da ist er schon. Er hat auch Licht. Ja. Und den werden wir zukünftig brauchen, um die Paletten aufzuladen und das natürlich ein bisschen besser zu machen, als einfach in den Anhänger reinzuwerfen. Das ist schon klar. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder im März, wenn wir dann wieder ansehen können, das letzte Feld. Da ich gerade noch festgestellt habe, dass wir nochmals 3 Paletten Brot produziert haben über den Winter, habe ich gedacht, nutze ich doch mal die Chance und wir testen hier mal uns den neuen Stapler, den wir haben. Auch wenn der Preis jetzt nicht mehr der höchste ist für das Brot, er ist dennoch recht stark. Und ja, lass uns doch mal schauen. Also,
Rückfahrsound, sehr cool gemacht. Und lässt sich natürlich schon deutlich besser handeln als mit dem Frontlader. Ich habe auch das Gefühl, dass die Palettenphysik etwas verbessert wurde für das neue Spiel. Also sie fallen nicht mehr so leicht runter und spicken nicht mehr so ab. Und was man auch immer wieder gesehen hat, auch beim Aufladen mit dem Frontlader, ich glaube, die Kollision wurde auch ein bisschen verändert. Man kann jetzt mehr durch die Ecken durchbacken mit dem mit der Gabel, was natürlich nicht unbedingt realistisch ist, aber es macht es einfacher zum Aufladen. Und wer mich kennt, der weiß, dass damit kann ich gut leben. Sagen wir es mal so. Ich werde auch sehen, ich bin nicht der realistischste Spieler, aber ich bin jetzt auch nicht der, der jetzt straight, also wir müssen jetzt da zum Verkaufspunkt ganz oben links fast, der jetzt einfach straight durch die halbe Map fährt, bis er da ist. Sondern wir fahren schon den Straßen entlang, aber man muss es nicht übertreiben, sage ich mal ganz ehrlich. Gut, und mit diesem Auto sollte man da ja relativ gut und schnell ankommen. Es dauert noch ein bisschen, bis ich die Map auswendig drin habe. Aber das sollte dann schon gehen. Ja, zwischenzeitlich im Januar, weiß ich noch, hat es mal nicht mehr geschneit. Und nach einer Zeit, da war der Schnee plötzlich wieder weg. Und es sah eher nach Frühling aus. Habe ich mir schon so gedacht, ist nicht ein bisschen früh. Aber ja, jetzt ist das wieder, ist es wieder zugeschneit worden hier. Abbiegen. So. Ja, der Preis ist, glaube ich, immer noch um die 5000. Das heißt, wir müssen hier 15.000 rausbekommen. Obwohl ich da die Preisangabe noch nicht ganz verstehe. Oder, es sind da, glaube ich, nur 800 Kilogramm. Wenn es mir recht ist. Doch, 15.000 haben wir bekommen. Ja, dann scheint es wohl so zu passen. Wenn man da drauf sieht. Gut, ich würde sagen, der finale Step der Folge wird dann sein, dass wir das Feld nochmals besehen, damit wir uns dann auch in der nächsten Folge auf die Ernte freuen können. Demnach, bis gleich. Da ist es auch endlich mal hell im Game. 7 Uhr morgens im März und was ich mir noch gemacht habe, ich habe mir hier noch einen Kercher gekauft, platziert. Leider ist der ein bisschen schwer zu platzieren, weil all die Gebäude, die haben ein rechteckiges Feld, wo man nichts platzieren kann da drin. Okay, da hat er auch ein neues Feature. Der wird automatisch ausgeschalten, wenn man den nicht braucht. Und da sehen wir auch, also die Sämaschine ist vollständig repariert. Aber wir sehen da, die Scheiben sind schon deutlich weniger Lack drauf ist da. Aber ansonsten sollte sie einwandfrei funktionieren soweit. So, hier auch noch ein bisschen was drauf. Und dann können wir gleich ansehen gehen. Wir haben noch ein Feld, das ist das Feld 39. Wir müssen nach der Ernte dieses hier noch pflügen. Dann sollte es soweit gut sein. Es ist bereits vorbereitet, gegrubbert. Ich kann nur noch ansehen. Und was wir sehen, ist so die andere Sache. Wir haben ja jetzt den Kalender, wo wir uns dran richten müssen. Wir können aktuell jetzt nur Hafer, Sonnenblumen, Kartoffeln, Zuckerrüben, Zuckerrohr, Baumwolle, Trauben und Oliven ansehen. Jetzt aus all denen, die wir hier wählen können, macht eigentlich nur Hafer Sinn. Für Sojabohnen müssten wir noch einen Monat warten. Und alle anderen Dinge können wir nicht ernten mit unserem Drescher. Und wir wollen ja nicht gerade die höchsten Kosten haben am Anfang. Also wir müssen schon auch schauen, dass wir erstmal etwas verdienen, bevor wir hier wieder groß investieren können. Das ist schon so ein bisschen die Sache. So, ich werde auch noch rumgehen dann und das Gras hier mähen, sobald das wieder gut gewachsen ist. Und ihr seht, hier haben wir, genau da haben wir zwei Zeitzonen drin. Die werden dann unterschiedlich reif. Und hier ist auch Unkraut gewachsen. Das ist jetzt auch neu, wenn man grubbert und danach nichts macht, dann wächst das auch. Das ist aber kein Problem. Ihr seht, sobald er gesät hat, ist das Ganze wieder weg. Also, und es wird danach natürlich auch wiederkommen. Wir müssen es danach nochmals mit dem Striegel entfernen. Des Weiteren müssen wir hier, den habe ich auch schon vorbereitet, nochmals düngen. Da ist nur einmal gedüngt, also können wir auch schon den mal in die Richtung bringen.
Und ja, dann sollte es soweit laufen. Somit haben wir danach sehr viel Stroh, sowie auch sehr viel Getreide, sage ich mal, was alles Mehl und Brot bringen würde. Wir müssen noch schauen. Ein bisschen was brauchen wir auch für die Hühner, denen es übrigens recht gut geht. Sind jetzt 7 Monate alt. Zwischenzeitlich war hier Reproduktion auf der halben Stufe. Ich weiß jetzt nicht, wie die Grafik hier genau gemessen werden kann. Aber was wir auf jeden Fall... Hä? Okay. Das ist interessant. Wir haben jetzt auf einen Schlag 50 Hühner bekommen. Weil jedes Huhn hat sich reproduziert. Das ist auch interessant. Das ist... Und danach wird sich das wahrscheinlich über Zeit aufladen, kann ich mir vorstellen. Also die hier sind jetzt natürlich frisch, 0 Monate. Die müssen jetzt über 6 alt werden. Und die hier haben quasi dann so und so viele Monate, bis, wie sie brauchen. Und dann bekommen sie wieder ein neues Huhn. Und somit ist das natürlich um ein Vielfaches schneller, als es bisher war, habe ich so das Gefühl. Weil damals war es ja nach Zeit und je mehr du hattest, je schneller ging die Zeit oder verging sie. Jetzt ist es einfach so. Ja, jetzt haben wir auf einen Schlag doppelt so viele, die hier auch was essen und das braucht natürlich dann auch mehr Futter. Wir haben, glaube ich, jetzt über 4-5 Monate nur 3000 oder so gebraucht. Also nicht so viel. Wir mussten unseren teuren Weizen hier investieren. Das sollte natürlich so nicht sein. Wir können da auch Gerste oder Sorghum verwenden. Wobei, wo ist Sorghum? Ja, wo ist es überhaupt? Hier. Ja, müssten wir auch noch, das könnten wir auch noch ansehen. Habe ich noch vergessen. Aber auch erst nächsten Monat, dass wir ernten können. Also das wäre dann das andere. Ich wollte jetzt nur die Folge mit dem eigentlich zum Abschluss bringen, dass es auch läuft. Hier bin ich natürlich nach wie vor immer am Wasser nachfüllen. Braucht aber nicht so viel. Also das Gewächshaus ist relativ effizient. Ja, ich würde sagen, das war's von der heutigen Folge. Wir sehen uns wieder in den nächsten, wenn es dann an die Ernte geht. Ich kann schon mal auch meinen Plan abgeben. Es ist leider so, in einem Livestream kann man viel besser mit den Leuten interagieren, also mit den Zuschauern und auf Wünsche und Ideen eingehen. Hier kann ich es leider nicht groß. Aber ich habe vor, dieses Feld hier, das Feld 40, quasi für den Hof umzubauen und hier drauf dann den Schafstall sowie weitere Ställe zu bauen. Das wäre so das Ziel. Deshalb nach dieser Ernte würden wir das nicht mehr ansehen und für den Hof gebrauchen. Was ein bisschen schade ist, es ist nicht wirklich gerade. Also wir könnten es bestimmt ein bisschen ausgräden. Da wäre halt das Feld 38 deutlich besser, hier drüben. Nur das ist schon fast wieder zu schade. Muss ich schon ehrlich sagen. Denn wir haben gesehen, der neue Helfer, auch beim Hin- und Herfahren, er wurde etwas optimiert, aber er hat immer noch Probleme mit den Bäumen, mit Schrägen und so. Und deshalb würde ich dieses Feld gerne opfern für das. Ist ja nicht für immer. Man kann es ja immer mal wieder zusammen mit wieder pflügen und dann ist es wieder ein Feld. Das ist ja schon möglich. Demnach, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss!